In diesem Video geht es um zwei neue Funktionen in WordPress. Und zwar ab dem 18. Mai 2018 mit der Version 4.9.6 von WordPress gibt es zwei neue Funktionen. Und zwar sind die hier zu sehen unter Werkzeuge. Personenbezogene Daten exportieren und personenbezogene Daten löschen. Das sind beides zwei Punkte im Zusammenhang mit DSGVO. Das heißt, wenn jetzt jemand bei dir eine Anfrage stellt, sag mir, was hast du im Zusammenhang mit mir, meiner Person, gespeichert, dann bist du in der Auskunftspflicht. Du musst also Auskunft geben können, welche Daten hast du für diese Person gespeichert. Jetzt sag mir mal, du betreibst einen E-Mail-Newsletter, dann müsstest du natürlich entsprechend auch dort schauen, bei deinem E-Mail-Dienstleister, welche Daten sind dort alles gespeichert. Auf der anderen Seite, wenn du einen Mitgliederbereich hast oder jemand Kommentare geschrieben hat auf deinem Blog und so weiter, dann wären ja die Daten entsprechend auf deinem WordPress gespeichert. Oder auf deinem Server so gesehen. Also wenn du den Mitgliedsbereich über deine WordPress-Installation laufen lässt, also wie zum Beispiel halt Digimember oder andere Mitglieder-Plugins, wo auf deinem Server laufen, okay? Dann liegen ja die Daten entsprechend eben auf deinem Server. So, jetzt gehen wir davon aus, jetzt hat jemand, der Tobias Tester, den habe ich vorhin extra neu angelegt, hat jetzt bei mir eine Anfrage gemacht und will Auskunft über seine Daten. So, und jetzt bin ich eben darauf gegangen, personenbezogene Daten exportieren. Ich trage jetzt also einfach diese E-Mail-Adresse von dem, der das anfragt, ab und gehe hier auf Anfrage senden. Jetzt wird an diese Person automatisch eine E-Mail verschickt. Und jetzt bei mir erscheint die hier auch bei ausstehend. Okay? Also diese Person, in meinem Fall jetzt der Tobias Tester, hat jetzt eine E-Mail bekommen, aufgrund, weil er bei mir angefragt hat, wegen seinen personenbezogenen Daten. Ich habe seine E-Mail-Adresse hier reingetragen, der wurde gefunden, die Anfrage wurde abgesendet, so gesehen. Er hat jetzt die E-Mail bekommen und kann quasi über diese E-Mail seine Daten einsehen. Ich wechsle jetzt ins Postfach rein und da haben wir es nämlich, diese Mail, wo angekommen ist: Hallo, die folgende Anfrage wurde zur Ausführung auf deinem Konto eingereicht. Personenbezogene Daten exportieren. Um diese zu bestätigen, klicke bitte auf den folgenden Link. Also, er kann jetzt hier draufklicken, um eben zu sehen, was da passiert. Oder respektive welche Daten da gespeichert sind von ihm. Da geht es jetzt einen Schritt weiter. Jetzt schauen wir, was da passiert. Genau, da kommt dann diese Meldung. Danke für das Bestätigen deiner Exportanfrage. Und das heißt, der Website-Administrator wurde benachrichtigt, du erhältst einen Link zum Herunterladen. Also das heißt, es läuft quasi auch nach dem Double-Opt-In-Prinzip. Das heißt, er fragt mich an, ich trage es dann ein, er bekommt eine E-Mail, bestätigt also, dass er das wirklich wissen will, kommt jetzt auf diese Seite und jetzt gehen wir wieder ins Dashboard rein und sehen eben, wie das dann dort drin ausschaut. Und hier vielleicht noch etwas, dass hier meine Datenschutzerklärung angezeigt wird. Dazu muss man als erstes noch eine Einstellung machen. Also wenn du dann auf die neue WordPress-Version abgedatet hast, ich zeige dir das nachher auch noch, wo man das eben entsprechend hinterlegt, dass da die richtige Datenschutzerklärung hier drin verlinkt ist. Also, ich gehe jetzt hier rein und aktualisiere nun im Dashboard die Seite hier und dann steht hier eben nicht mehr ausstehend, sondern bestätigt. Und nun kann ich wieder drauf gehen und ihm die Daten zusenden. Also hier auf Daten per E-Mail senden. Da kann ich jetzt draufdrücken. Alternativ kann ich das auch so machen. Ich kann hier über die E-Mail-Adresse fahren und personenbezogene Daten herunterladen. Ich kann es jetzt hier auf meinem Rechner, könnte ich es herunterladen. Aber wie gesagt, das ist ein Automatisierungsmechanismus jetzt so gesehen eingebaut. Wenn jemand anfragt, du trägst die Adresse entsprechend hier ein oder sein Username, gehst auf Anfrage senden, dann passiert jetzt eben genau das, was wir gesehen haben. Dann, wenn er das bestätigt und also wirklich jetzt die Daten anfordert, dann gehe ich hier auf
Daten per E-Mail senden. Jetzt werden die Daten auch wieder versendet an diese E-Mail-Adresse. Okay? Und der User, der angefragt hat, bekommt jetzt also seine Daten zugeschickt. So, dass das also jetzt entsprechend auch richtig funktioniert, dass da Mailings verschickt werden über dein WordPress, musst du das eventuell entsprechend richtig einrichten. Und vor allem teste das, dass über dein WordPress auch wirklich diese E-Mails verschickt werden. Ansonsten müsstest du eventuell mit einem zusätzlichen Plugin das entsprechend so einrichten. Gut, ich wechsle wieder ins Postfach rein und wir sehen, es ist eine weitere Mail gekommen, aber nicht die, sondern die letzte hier, wieder von WordPress. Okay? Und hier steht, deine Anfrage für den Export personenbezogener Daten wurde abgeschlossen. Und dann geht es hier ein bla 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 weiter. Und jetzt drücke ich auf diesen Link. Da kann ich sie entsprechend herunterladen. Es wird auch angezeigt, eben, dass die am 23. Mai automatisch gelöscht werden. Okay? Ich komme auf diese Seite. Er sagt mir, danke für die Exportanfrage und so weiter. Und das haben wir jetzt gesehen, dass hier nämlich eine Datei heruntergeladen wurde. Und die lädt er mir jetzt gerade, oder macht er jetzt gerade auf. Es ist zwar eine ZIP-Datei, er ist mir bereits hier im Ordner drin. Ich gehe zurück. Das ist diese ZIP-Datei, die er jetzt heruntergeladen hat. Und wenn ich die eben öffne, ist in dieser ZIP-Datei eine HTML-Datei drin. Und ich rufe die jetzt einfach auch mal auf. Die macht dann halt im Browser auf, weil es eine HTML-Datei ist. Und dort sollten dann eigentlich meine Daten so gesehen zu sehen sein. Ich weiß es nicht, hier in dieser E-Mail stand oder steht was vom 23. Mai, das gelöscht wurde. Also da sehen wir, von welcher E-Mail-Adresse, auf welcher Webseite und so weiter und so fort. Die Zeiten, alles steht hier, das Registrierungsdatum, alles steht da, sein Username und so weiter. Also alles, was auf dieser Seite ist, und hier Vorname, Tobias, Nachname, Tester. Also genau um diese Person geht es und das sind die Daten, die er jetzt so angefordert hat. Also dann brauchst du ihm diese Dinge nicht entsprechend manuell aushändigen, sondern du musst es manuell anstoßen, wie ich das hier gezeigt habe, und dann läuft das eigentlich automatisiert ab. Und was ich eben sagen wollte, ist, ich bin nicht sicher, ob der jetzt tatsächlich am 23., das wäre also in 3 Tagen, tatsächlich automatisiert gelöscht wird. Ich aktualisiere jetzt einfach mal die Seite, weil dann haben wir hier wieder eine andere Bestätigung oder eine andere Statusmeldung. Abgeschlossen steht jetzt hier. Okay? Also am Anfang ist es bei ausstehend, dann kommt die Bestätigung. Wenn es Fehler gibt, dann kommt er halt hier in den Ordner fehlgeschlagen rein und sonst ist er jetzt im Bereich abgeschlossen. Und jetzt kann ich hier quasi hingehen und sagen, Anfrage entfernen. Und wie gesagt, ich kann es dir nicht sagen, was im Hintergrund dann tatsächlich passiert, 3 Tage später, ob der jetzt gelöscht wird. Ich lasse es mal so drauf ankommen, weil das war jetzt ja nur die ganze Geschichte, mit den personenbezogenen Daten exportieren. Okay. Jetzt habe ich den ja hier rausgeschmissen, jetzt ist das hier wieder leer. Und jetzt gibt es ja noch den nächsten Punkt, wo heißt personenbezogene Daten löschen. Machen wir das auch mal auf, weil natürlich kann ich jetzt hingehen bei dem, der es abgeschlossen hat, und den quasi hier manuell löschen, indem ich jetzt hier drauf gehe. Nein, das ist anders. Das ist jemand, wo seine Daten einsehen möchte. Das ist dann, kommt der Punkt Exportieren in Frage. Und wenn jemand mir schreibt, personenbezogene Daten löschen, dann kommt das in Frage. Dann kommt dieser Bereich, also dieser Menübereich in Frage. Weil dann passiert eigentlich genau dasselbe. Ich gebe jetzt vom Angefragten diese E-Mail-Adresse entsprechend hier ein. Gehe auf Anfrage senden, damit dem wieder eine Bestätigungsmail geschickt wird. Also, du siehst, wohin es geht. Du musst entsprechend schauen, was hat jemand angefragt, will er seine Daten einsehen, dann geht es eben auf personenbezogene Daten exportieren, und wenn er explizit die Anfrage macht, löschen, dann nimmst du diesen Menüpunkt. Okay, jetzt gehe ich hier drauf, schaue mir diese E-Mail auch noch schnell an, da ist natürlich wieder der Bestätigungslink da, wie wir es
vom anderen vorhin kennen. Ich schaue mir entsprechend an, dann tue ich eine Löschanfrage, genau. Jetzt gehen wir entsprechend wieder in die E-Mails rein und schauen, wo die nächste E-Mail gekommen ist. Im Moment noch nichts da, okay. Ich muss wahrscheinlich hier auch wieder rein. Hier steht ja noch Ausstehen. Ich muss es wahrscheinlich wieder manuell anstoßen. Genau, es ist bestätigt worden und jetzt kann ich personenbezogene Daten löschen. Jetzt sagt mir, dass für diese Person keine personenbezogenen Daten gefunden wurden. Das kann jetzt im Zusammenhang liegen mit dem, was ich vorhin gemacht habe, mit dem Exportieren. Und weil ich den dort nachher rausgeschmissen habe, wobei ich glaube nicht, dass er das gelöscht hat. Ich gehe jetzt nochmals in die E-Mails rein und da kommt eben das, Löschauftrag ausgeführt, wurde eben ausgeführt, Löschung abgeschlossen und so weiter. Genau. Das ist nachher quasi die letzte E-Mail, die er bekommen hat. Die er bekommt, wenn er das Löschen beantragt hat. Weil nachher sind ja die Daten weg. Okay? Jetzt gehe ich hier wieder ins WordPress-Dashboard, gehe unter Benutzer, alle Benutzer. Jetzt müssen wir schauen, es sollte er theoretisch weg sein. Aber du siehst, er ist grundsätzlich immer noch da bei den Benutzern. Hier ist er, der Tobias Tester. Also es ist eine Automatisierung jetzt im Hintergrund quasi für den User oder im Zusammenhang, die Arbeit erleichtert, wenn jemand nachfragt und dass ein User seine Daten einsehen kann, respektive das Löschen beantragen kann. Ich kann jetzt noch warten, ob der tatsächlich rausgeschmissen wird in 3 Tagen. Ich glaube so eher nicht, weil der wird hier drin bleiben. Du musst da nachher halt entsprechend hier hingehen und da auf Löschen gehen und diese Person manuell löschen. So sehe ich das. Aber es ist ein gewisser Automatismus jetzt im Hintergrund eingerichtet, dass wenn du Anfragen bekommst, auf Dateneinsicht, respektive auf Löschung, dann kannst du entsprechend da eben unter Werkzeuge entweder exportieren, für jemanden, der die Daten einsehen will, oder für jemanden, der die Daten gelöscht haben will, auf Daten löschen. Und dann stoßt du diesen Automatismus an, der bekommt eine E-Mail, muss das Ganze wieder bestätigen und erst dann geht das wieder einen Schritt weiter. Also am Ende haben wir gesehen, es geht Schritt für Schritt, man sieht dann eigentlich, wo jeder jeweils steht. Und jetzt würde ich einfach sagen, am Schluss, wenn der durch ist, wenn das abgeschlossen ist, dann gehst du bei alle Benutzer rein, wählst den oder die entsprechenden aus und kannst entweder einzelne hier einfach überfahren und löschen klicken oder dann, wenn es mehrere sind, anhaken und auf Löschen gehen und hier auf Übernehmen und dann ist diese Person weg, der Tobias Tester. Respektive es kommt noch eine Abfrage, eben wenn der zum Beispiel Kommentare hinterlassen hat oder Inhalte hat, dann sage ich auf jeden Fall hier den gesamten Inhalt löschen, also nicht irgendwie übertragen zu einem anderen, sondern der Inhalt soll gelöscht werden, damit alles weg ist von dieser Person. Jetzt ist er also auch hier aus dem Benutzerverzeichnis verschwunden und so, jetzt will ich dir aber noch zeigen, bevor es vergessen geht, wo du die Datenschutzerklärung entsprechend noch verlinkst. Also, es gibt jetzt nämlich auch unter Einstellungen einen weiteren Menüpunkt, der heißt Datenschutz. Hier haben wir den. Also zusammen jetzt mit diesem neuen WordPress-Update und den beiden neuen Links bei den Werkzeugen ist auch unter Einstellungen hier Datenschutz neu hinzugekommen. Und da wählst du jetzt deine entsprechende Datenschutzerklärungsseite aus. Also du gehst hier drauf, da sind dann alle deine Seiten zu sehen und du wählst diejenige, wo deine Datenschutzerklärung drauf ist, aus und drückst hier diese Seite benutzen, respektive solltest du noch keine Datenschutzerklärung haben, dann geh hier hin, neue Seite erstellen und erstell an der Stelle jetzt sofort deine neue DSGVO-konforme Datenschutzerklärung. Okay? Das ist also dann dieser Link, der jeweils unterhalb dieser Bestätigungsmeldungen oder Bestätigungsseiten jeweils eingeblendet wird, wenn der User auf den entsprechenden Link geklickt hat. Wie wir das am Anfang vorhin gesehen haben im Video. Also, deine Datenschutzerklärung hier auswählen, diese Seite benutzen und dann ist die gespeichert. Genau. Dann ist das soweit okay.
Und ist auch diese Einstellung jetzt in diesem Zusammenhang gemacht?